Ich bin Nati und willkommen zurück auf meinem Kanal. Und willkommen zu dieser neuen Food Challenge. Ich esse mal wieder Dinge, die ich vorher noch nie gegessen habe. Wenn das euer erstes Video dieser Art ist, dann schaut auf jeden Fall auf meinem Kanal vorbei. Da gibt es noch jede Menge andere Teile. Ich weiß auch gar nicht, wievielte ist das hier überhaupt? Ist eigentlich auch egal. Fakt ist, falls ihr nicht genau wisst, worum es geht, ich esse wirklich einfach Lebensmittel oder manchmal trinke ich auch Lebensmittel, die ich vorher noch nie so gegessen habe. Einfach aus dem Grund, weil sie mir sonst im Regal vielleicht nicht so aufgefallen sind, weil die Verpackung jetzt nicht irgendwie ansprechend ist oder so. Oder weil ich vielleicht einfach immer dachte, vielleicht mag ich das gar nicht. Aus was für einem Grund auch immer, ich habe es vorher noch nie probiert. Und das mache ich für dieses Video. Wie immer dürft ihr mir gerne Vorschläge in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwelche Sachen habt, die ich unbedingt nochmal probieren muss. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Ich komme gerade vom Einkaufen zurück und nicht erschrecken, Lukas hantiert in der Küche rum, deswegen sind hier Hintergrundgeräusche. Aber Fakt ist, ich habe beim Einkaufen etwas gefunden, was ich wirklich noch nie gegessen habe, was ich aber so oft bei anderen Leuten sehe. Vor allen Dingen auch so beim Hotelbuffet oder sowas. Und das sind diese Mini-Croissants, diese Mini-Butter-Croissants. Habe ich eigentlich noch nie gegessen. Das mache ich jetzt. Ich habe nochmal raufgeguckt, die müssen irgendwie nicht gebacken werden oder so. Die sind fertig. Isst man die jetzt einfach so? Fürs Video mache ich das jetzt einfach mal. Da sind ja ein paar mehr drin. Esse ich die jetzt einfach so. Weil die sehen halt anders aus als normale Croissants, ne? Ist aber irgendwie geil. Also es ist halt nur so Hefeteig, so. Schmeckt aber voll lecker. Gut, dass da in der Packung noch ein paar mehr drin sind. Also das weiß ich, warum die Leute immer essen, ehrlich gesagt. Die sind geil. Hallo ihr Lieben, ich habe beim Einkaufen etwas gefunden, was ich noch nie gegessen habe. Sind die neu? Also Softcakes, aber das sind Softcookies? Okay, ich oute mich hier jetzt. Ich liebe Softcakes. Entweder man mag die oder eben nicht. Also schreibt mal in die Kommentare, ob ihr die mögt oder nicht. Aber das sind einfach Softcake-Cookies. Oh mein Gott. Also, keine Ahnung, ob die neu sind. Ich habe sie auf jeden Fall noch nie gegessen, deswegen essen wir die jetzt. Ich bin so gespannt. Oha, die sind ja voll groß. Wow. Okay, das hätte ich nicht gedacht. Riechen, ja, riechen wie eine Mischung aus Softcakes und Cookies. Also es ist halt, okay, ich hoffe, dass die lecker sind. Mal gucken. Sind auf jeden Fall mit Orange gefüllt. Ich gebe jetzt mal eben Lukas einen. Und der muss sagen, wie er die findet. Sind die besser oder schlechter als echte Softcakes? Weil Lukas mag keine Softcakes. Oh. Besser, aber... Besser, aber... Also, die sind gut, aber ich glaube, die sind nicht nötig. Weil entweder ich will Softcakes oder ich will Cookies. Das ist so eine Mischung, die keiner nötig hat. Jemand, wie gesagt, wie Lukas, der keine Softcakes mag, mag auch die nicht. Nicht so gerne jedenfalls. Also, ich finde die geil, aber ich mag auch Softcakes. Also, ich würde auch die normalen Softcakes eigentlich dann immer essen. Also, ja, würde ich die mir wieder kaufen? Ich weiß ja nicht. Ich habe noch etwas gefunden, und zwar beim Penny, was ich noch nie gegessen habe. Und zwar Beefy Roll in Turkey-Geschmack. Ich weiß nicht, wie das schmeckt. Beefy Roll finde ich okay. Ich finde diesen Teig jetzt nicht ganz so cool, aber ich dachte... Probieren wir mal diese Variante, denn die kennen wir noch nicht. Sieht normal aus. Hey, die ist gut. Also diese Turkey-Wurst, sag ich jetzt mal, ist richtig schön würzig. Das kann man auf jeden Fall machen. So, was haben wir hier? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass Katjes schon seit Ewigkeiten, glaube ich, Schokolade rausgebracht hat. Und die sind immer vegan, glaube ich. Weiß ich nicht. Fakt ist auf jeden Fall, ich liebe Katjes generell, aber ich habe deren Schoki noch nie probiert. Und hier haben wir jetzt Strange Love Strawberry. Ich habe keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall sehr hip aus. Und ich dachte, die probieren wir jetzt mal. Ui, die riecht nicht nach Schokolade. Sieht ganz hübsch aus. Süß. Schmeckt nach Hafermilch. Steht auch drauf. Finde ich okay. Man schmeckt halt, dass sie vegan ist. Sie ist sehr hart. Sie ist schon lecker. Aber ich weiß nicht, ob ich mir die immer holen würde. Also es ist halt eine schöne Größe so irgendwie zum Wegsnacken. Aber ich bin mir unsicher, ob ich die jetzt öfter essen würde. Bin ich ehrlich.
Ich habe Bock auf so ein kleines Dessert noch und ich habe diese hier gefunden. Corny dunkle Schoki. Dunkle? Keine Ahnung, ob die neu sind, steht da jetzt nicht drauf. Aber ich habe sie auf jeden Fall noch nie gegessen. Aber ich liebe Corny. Oh, da freue ich mich jetzt drauf, ehrlich gesagt. Also dunkle Schoki mag ich generell noch lieber als helle. Oh, hey, der sieht mega gut aus. Oha, das wird mein neuer Lieblingscorny. Ich wusste das. Aber als ich die gesehen habe, dachte ich so, oh mein Gott, die kennst du nicht. Ist ein bisschen salzig auch. Wenn ihr dunkle Schoki mögt, holt euch den. Ich hatte ja in einem der letzten Videos so 5-Minuten-Terrine getestet, weil ich die ja noch nie vorher gegessen hatte. Aber ihr hattet auch geschrieben, dass ich die auf jeden Fall mal mit Milch probieren soll. Das finde ich eine sehr interessante Sache. Deswegen habe ich mir jetzt hier so eine Macaroni und Käse geholt, so Mac and Cheese-mäßig. Und ich gehe mal davon aus, wir machen jetzt die Milch warm und schütten das darauf, oder? Das werden wir jetzt machen. Ich weiß halt nur nicht, wie viel Milch, weil bis zur Fülllinie. Das kann ich irgendwie schlecht einschätzen. Oder macht man da ein bisschen Wasser und dann noch ein bisschen Milch? Nee, weil das muss ja warm sein, glaube ich. Ich mache jetzt mal irgendwie Milch warm. Mal auf gut Glück. Keine Ahnung, wenn was übrig ist, dann trinke ich das halt. Aber das mache ich mir jetzt erstmal warm. Und dann kommt es darauf. Und dann schauen wir mal. Ich glaube, das ist geil. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. So wie ich mir das denke. Bis zur Fülllinie. Oh mein Gott. Ein Schluck. Ein Schluck. Aber es ist... Ihr könnt es nicht sehen. Das könnt ihr nicht sehen. Aber es ist fast ganz bis zur Fülllinie. Ja, das wird schon reichen. Ne? Dann rühren wir das mal eben um. Und lassen das jetzt stehen. Also bis in 5 Minuten. Also es sieht auf jeden Fall cremiger aus als mit Wasser. Das ist so cremig. Boah, ich glaube, ich habe aber auch mit diesem Mac and Cheese genau die richtige Sorte ausgewählt, um die mit Milch zu machen. Danke für diesen Vorschlag. Das ist ein Game Changer. Das ist richtig geil. Das ist mega geil. Gibt es so eine Sorte nicht schon? Habe ich gedacht. Aber da steht Sorte des Jahres drauf. Es gibt irgendwas anderes. Nicht Peanut Butter, glaube ich. Und die ist auch noch crunchy. Und irgendwas sagte mir, die kenne ich noch nicht, aber irgendwie sowas Ähnliches. Ich dachte dann, komm. Nehmen wir mal mit. Nehmen wir mal mit. Crunchy Peanut Butter klingt auch richtig lecker. Also man muss dazu sagen, die Peanut Butter ist nicht crunchy. Da sind so Mini-Stückchen drin. Das kann man jetzt nicht wirklich als crunchy bezeichnen. Aber die Peanut Butter ist schon intensiv. Ja, hier zum Beispiel ist jetzt so ein kleines Stückchen. Kann man wahrscheinlich nicht sehen, aber... Nee, also unter crunchy stelle ich mir was anderes vor. Aber naja, trotzdem ist die lecker, wenn man Peanut Butter mag. So, und jetzt ist es auf jeden Fall Zeit für einen Nachtisch. Ich habe hier das Jogurette-Eis. Das ist ja neu und ich bin super gespannt, weil ich persönlich liebe die Jogurette-Riegel. Und deswegen schauen wir mal. Meine Oma hat gesagt, das ist lecker. Die kennt das schon. Haut mich nicht vom Hocker. Es ist okay, aber irgendwie ist diese Eismasse an sich nicht so geil. Es ist okay. Es ist echt okay. Aber ich glaube, da esse ich lieber die echten Riegel von Jogurette. Ehrlich gesagt. Ich habe ewig gebraucht, um es zu finden, aber jetzt habe ich es gefunden. Schoko-Tassenküchlein? Schokino-Tassenküchlein von Dr. Oetker. Ja, ich weiß nicht, was genau daran so besonders ist, aber den soll ich unbedingt probieren, hattet ihr genannt. Deswegen machen wir das. Grundsätzlich so eine Mug Cakes finde ich eigentlich immer ganz lecker. Da kommt nur noch Milch zu. Easy. Machen wir. So, da sind jetzt 41 Milliliter Milch drin. Jetzt soll da das Pulver zu und dann soll ich sofort umrühren. Das kann ich jetzt nicht filmen, weil dann gibt es Malheur. Okay, jetzt kurz in die Mikrowelle. So, ich habe den Kuchen jetzt gestürzt. Das stand da nämlich und das habe ich einfach mal gemacht. Sieht irgendwie süß aus. Gucken wir mal, wie der schmeckt. Oh, der ist schön weich. Der ist fast ein bisschen zu weich. Kriege ich kaum auseinander. Oh, der ist richtig soft. Er schmeckt halt nicht wie Schokino. Also keine Ahnung, was ist Schokino? Soll das halt einfach nur so Schokostückchen wahrscheinlich sein, ne? Weil richtig nach Schokolade schmecken tut er nicht. Was ich geil an dem finde, ist gar nicht mal so der Geschmack, sondern die Konsistenz. Der ist so sapschig, das ist voll geil. Es gab noch eine Schoko-Variante, vielleicht hole ich mir den nochmal, weil richtig nach Vanille oder sowas schmeckt der auch nicht. Ich finde ihn ganz okay, geschmacklich. Er hat ein bisschen wenig Wumms, würde ich sagen. Aber wie gesagt, die Konsistenz, geil. Ja, da waren auf jeden Fall wieder jede Menge spannende Sachen dabei. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was euer Favorit davon war. Kennt ihr irgendwas davon? Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da.
und ein Abo für den Kanal, um zukünftige Videos nicht zu verpassen. Spoiler, es wird auf jeden Fall noch einen weiteren Teil dieser Reihe geben, denn ich habe wirklich in letzter Zeit doch noch ein paar mehr Sachen gefunden. Wenn man erstmal drauf achtet, dann merkt man nämlich, dass da doch noch einige Sachen sind, die man nicht kennt. Ansonsten, wenn ihr noch mehr Content von mir sehen wollt, Food Challenges, aber auch Recovery Content, Alltagseinblicke und leckere Rezepte, dann schaut bei Instagram vorbei. Dort heiße ich real-nati- und da nehme ich euch wirklich täglich mit in meinen Stories und da ist es sehr spannend. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns hier auf YouTube beim nächsten Mal wieder. Tschüss!